Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Und das Spiel ist freigegeben. Francisco Lahora Julian greift an. Dritter Spieltag. Rot-Weiß Oberhausen in roten Trikots von links nach rechts gegen den SV Strahlen in den gelben Hemden von rechts nach links. Abfahrt. Also Anton Heinz und Paris muss abwehren. Und jetzt die erste Ecke. Eine Sache für Fabian Holthaus. Und da ist das 1:0, ganz stark. Und Tanju Öztürk mit seinem ersten Saisontreffer. Und da haben wir es, ruhender Ball. Haben wir angekündigt, der SV Strahlen hat da die ganz großen Schwierigkeiten. Super gemacht vom Routinier Tanju Öztürk, der 32-Jährige da mit seinem 13. Tor im 142. Regionalliga-Einsatz. Laufweg hat perfekt gestimmt, Timing war da. Und so ist das natürlich ein Start nach Bilderbuchmaß. Hier sehen wir es nochmal perfekt durch die Kameraeinstellung. Gute Bewegung. Und denkbar guter Start für die Mannschaft von Mike Terranova. Dürfte er zufrieden sein. Und jetzt die Ecke. Und der Kane Barraza setzt da mal die Duftmarke. 2 Meter ist der Mann groß. Und Ken Mata stark auf Vicario. Aber beigespielt. Ah, jetzt muss es die gelbe Karte geben. Das ist viel zu ungestüm da. Und Winter bleibt Sieger gegen Saitarus. Ja. Vorteil abgepfiffen. Und da gibt es sogar die gelbe Karte gegen Manasseh Fionuk. Sommerneuzugang von den Sportfreunden Lotte. Wieder Mikkels auf Kreier, der letzte Tropfen, und Holthaus, Tor! Ich werd bekloppt! Fabian Holthaus, erstes Saisontor und Tor Nummer 2 in der Regionalliga West. Was ist denn mit denen los hier? Schauen wir nochmal drauf, Kreier perfekt, letzter Tropfen und Holthaus. Fackel nicht lange. Ist das ein geiles Tor. Und der SV Strahlen versucht's mal, aber bleibt wieder hängen. Ja, und Vorteil abgepfiffen. Finde ich jetzt auch nicht wirklich kleinlich. Kontakt lag vor. Und da kriegt er jetzt auch gelb. Dritte Verwarnung jetzt schon für die Strahlner. Und Mikkels, wie er es liebt, gegen 2. Brillant. Und kein Foul, sagt der Schiedsrichter Lahora Julian. Und Saitarus hat er die Möglichkeit hier auf das Tor. Sieht da Nils Winter. Winter zieht dann mal nach innen. Winter auf Kreier. Der nochmal auf Heinz, Anton Heinz. Und der Schiedsrichter gibt keinen Elfmeter. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so passt. Jetzt Vicario. Guter Ball Richtung erster Pfosten. Und das ist das Tor. Und es ist Saitarus, gerade noch angesprochen. Holthaus mit der Ecke. Ah, oh, Öztürk kommt da immerhin an den Ball. Öztürk ist da. Gute Übersicht. Aber der ist vor Strahlen noch besser. Vicario auf Harus. Der muss es machen, Harus, aber verstolpert ihn. Ist das ärgerlich für seine Mannschaft. Nochmal die Möglichkeit. Cirillo. Jetzt mal zum zweiten Pfosten. Harus verpasst. Aber Mata ist noch da. Ken Mata. Und Davari gefordert. Und wieder ist es der starke Ken Mata. Und Ndiaye behält die Überhand. Oh, Dennis Donkor. Frech und gut. Behauptet er sich da im Zweikampf. Und Skolik. Der wird mal geschickt. Der Junge ist richtig schnell. Skolik vorbei. Skolik. Und dann ist der Druck da zu groß. Hätte nur noch ablegen müssen auf Holthaus, der da gewartet hat. Aber RWO lauert. Dafür ist ja die Qualität da. Mikkels auf Kreier. Und toller Ball auf Mikkels. Und dann ist es Barraza, der nochmal den Fuß dazwischen hat.
Reguläre Spielzeit ist jetzt rum. Und 4 Minuten gibt es noch und richtig gefährlich. Ole Päfken war es, glaube ich. Fünf Sekunden noch. Und Francesco Laura Giulian pfeift die Partie des dritten Spieltags zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem SV Strahlen ab. 2:1 für die Mannschaft von Mike Terranova, die hier die Oberhand behält. Aufgrund einer guten ersten Hälfte. Während die zweite Hälfte ganz, ganz klar an den SV Strahlen ging, die sich hier leider nicht mehr belohnen konnten. Nee, ich mach's nicht nochmal. Ja, hier könnt ihr eine Playlist euch anschauen. Da gibt's ein ganz tolles Video von uns. Und da könnt ihr uns abonnieren.